Hallo zusammen! Heute machen wir unser letztes Rezept mit den leckeren Kichererbsen. Wir werden uns heute einen Salat daraus zaubern. Also bleibt dran und guckt zu, wie das geht. Bis gleich! Und hier kommen die Zutaten für unseren Salat. Ihr habt hier die Kichererbsen, das sind jetzt 200 Gramm noch. Pfeffer braucht ihr. Olivenöl, Balsamico-Essig oder einen anderen Essig, der euch schmeckt. Dann habe ich hier noch eine Zwiebel, einen Knoblauchzehe, Schnittlauch, Petersilie und noch ein bisschen Cherrytomätchen von meinem Garten. Das sind jetzt die letzten. Da könnt ihr auch mehr nehmen, wenn ihr möchtet. Und als Highlight, was ihr auch noch machen könnt, aber nicht müsst, wären da noch Blüten essbare, die ihr auch noch als Deko oben auf euren Salat dann tun könnt. Sieht auch hübsch aus. Und Kapuzinerkresse, die hier, die sind für die Abwehrkräfte gut. Die Nachtkerze, die ist gut für die Frauentage, so wie der Borage es auch ist. Der kleine hier. Und die Calendula, die ist auch hilfreich gegen Entzündungen. Also ihr seht, ihr habt auch ein paar gute Kräuter gleich mit dabei. Also, dann bis gleich beim Einrühren. Und jetzt beginnen wir mit der Salatsauce. Wir nehmen zuerst mal das Olivenöl. Ich habe jetzt auch wieder die Bio genommen von Coop Naturaplan. Und von dem machen wir jetzt 6 Esslöffel in unsere Schüssel. Als nächstes kommt der Balsamico-Essig und ich habe jetzt hier auch von Naturaplan, von Coop, jetzt ein Bio-Apfelbalsam genommen. Ihr könnt auch einen anderen Essig nehmen, der euch beliebt. 3 Esslöffel braucht ihr davon. Jetzt kommen die Zwiebeln mit rein. Die habe ich jetzt schon vorgeschnitten, ihr seht's. Jetzt wird es noch mit Pfeffer abgeschmeckt. Da könnt ihr auch probieren, wie viel ihr da braucht. Und wir rühren jetzt das Ganze gut durch. Als nächstes folgen jetzt die Tomaten. Der Schnittlauch, den ich auch schon klein geschnippelt habe. Und die Petersilie. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen und jetzt auch mit reinkam, sind unsere Kichererbsen. Nun heißt es gut rühren. Ihr könnt das dann auch noch so 10 Minuten stehen lassen, wie ihr das möchtet. Dann zieht es noch ein bisschen mehr durch. Und gleich zeige ich euch, wie ihr euer Schälchen mit den Blüten noch verschönern könnt. Und nun kommen unsere hübschen Blüten hier zum Einsatz. Und so könnt ihr aus einem ganz simplen Rezept noch einen wunderschönen Salat zaubern, der nicht nur schmeckt, sondern seine heilsamen Stoffe in sich trägt. Und wenn ihr am nächsten Tag noch Reste habt und nicht nur Kichererbsensalat essen mögt, dann ist das noch ein guter Tipp für euch. Holt einen Nüsslisalat, einen Feldsalat in Deutschland und wascht ihn gut. Und dann könnt ihr auch eure Kichererbsen noch auf den Feldsalat drauf tun, ihn dekorieren und ihr habt einen ganz neuen Salat für den nächsten Tag. Viel Spaß beim Nachmachen
wünsche ich euch nun und bis zum nächsten Mal. Tschüss!